Moin! Ah, huch, was ist denn mit dem Stativ los? Ihr fragt euch sicherlich, Jonas, wo bist du? Ich bin zu Hause. Tatsächlich bin ich ja meistens zu Hause, aber normalerweise seht ihr das gar nicht, weil ihr seht immer nur die Werkstatt. Hier bei uns zu Hause filmen wir eigentlich sehr, sehr selten und aus irgendeinem Grund fährt meine Kamera die ganze Zeit von links nach rechts. Das muss ich jetzt eben einmal checken, was genau hier das Problem ist. Moment. Super merkwürdig, keine Ahnung, was da los war. Aber ihr habt mich bis jetzt eigentlich immer nur in der Werkstatt gesehen und eigentlich den privaten Teil noch nie. Und zum privaten Teil gehört auch das hier. Dinge, die unsere Hunde fressen, vor allen Dingen Mara, und das ist ja unser neuer Welpe. Und ich finde es eigentlich ganz cool, ihr habt ganz oft schon geschrieben, auch beim Hauptkanal, dass Leute glauben, dass sie mich kennen. Und manchmal denke ich dann so, nee. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ihr noch nie gesehen habt, wie ich eigentlich wohne und was so im Haus passiert. Ihr seht auch hier Chaos, eine Decke, aber vor allen Dingen Chaos da vorne, da kämpfen zwei Hunde. Die gucken wir uns jetzt mal an, denn es gibt einiges, was ich euch heute noch zeigen muss, was sozusagen ansteht. Ich war jetzt, glaube ich, 3 Wochen nicht aktiv auf dem Vlog-Kanal, weil wir komplett flach gelegen haben. Alle. Wir waren wirklich durch die Bank weg, Hanna und ich, komplett krank. So krank war ich, glaube ich, noch nie. In fast 30 Jahren Jonas Winkler war ich, glaube ich, noch nie so doll krank. Aber, oh, so machen wir mal so. Ignoriert das Chaos. Wen haben wir denn da? Vielleicht nicht gegens Licht, vielleicht lieber mit dem Licht. So, da ist der kleine Bär. Schon ein bisschen ein größerer Bär, aber immer noch kleiner als Rocco. Also ein ganz kleines bisschen kleiner ist sie noch. Aber sie wird ihn auf jeden Fall bald überholen. Das hier ist der kleine Hund, der auf jeden Fall die ganzen Sachen frisst. Sie verliert gerade ihre ersten Milchzähne. Alle vier vorne sind schon weg. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund so ein bisschen Wohnzimmer mit drei Hunden und Kind. Das Chaos ist vorprogrammiert. Hanni liegt auch da hinten für alle, die geglaubt haben, wir können mal rübergehen. Dass Hanni irgendwie verloren gegangen ist, weil man Hanni ja wirklich am allerseltensten sieht. Was wir jetzt aber machen, wir gehen einmal hoch, denn oben gibt es etwas, was ihr schon kennt, aber irgendwie auch nicht. Und das gucken wir uns jetzt an. Hä? Zuallererst mal, weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat, aber unsere Hunde dürfen nicht mehr nach oben. Das heißt, die bleiben immer unten. Das ist schon mal sehr cool. Wo wir jetzt sind, weiß der ein oder andere schon. Oh Gott, und die Belichtung hier ist immer noch furchtbar. Wir sind auf dem Dachboden. Den Dachboden. So viel zum Thema, die Hunde dürfen nicht hoch. Rocco? Moment mal. Moment. Rocco lernt das erst gerade noch. Runter, runter. Gehst du mal runter? Runter. Ups. Also, perfekt ist es noch nicht. Also, wir sind jetzt aber. Wir sind hier. Wir haben hier letztens angefangen, Richard und ich, den Dachboden zu dämmen. Und die Materialien waren nicht lieferbar. Aber. In der Zwischenzeit ist etwas passiert. Als es halbwegs ging, haben wir zwei Fenster und eine neue Tür eingebaut. Und wir haben eine Entscheidung getroffen, die damit zusammenhängt. Und zwar ist es so, ich schaffe den Innenausbau hier nicht. Ich bin ganz ehrlich, das haut einfach nicht hin. Ich lasse das machen. Und zwar haben wir schon eine Firma, die das macht. Deswegen liegen hier oben auch schon die Platten. Die fangen morgen oder übermorgen an. Warum genau die jetzt hier Ceva-Rolle haben, ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Ich war seitdem die Platten hochgebracht haben, nicht mehr oben. Es ist ein bisschen strange. Ich muss hier den ganzen Kram noch wegräumen. Hier liegt ja noch alles, was wir abgerissen haben. Aber nur damit ihr es wisst, ich werde das nicht selber machen, einfach weil ich es schlicht und ergreifend nicht schaffe. Die nächsten Wochen werden richtig, richtig krass anstrengend. Da habe ich sehr, sehr viele Drehs. Oh, es wird so nice. Ich glaube, das wird euch gefallen. Aber dieser ganze Umbau, der wird jetzt also trotzdem begleitet, aber ich werde es nicht machen. Und auch das Einbauen der Fenster haben wir nicht gemacht. Es war, um ehrlich zu sein, so nervig. Das ist ja hier alles ein bisschen crazy. Wir mussten auch hier die Türöffnung erweitern und alles. Leute, falls ihr euch überlegt, ein Haus zu kaufen, was ist denn das? Ist das ein Wasserfleck? Das sieht komisch aus. Unabhängig davon, falls ihr euch überlegt, ein Haus zu kaufen, guckt euch alles genau an. Ich glaube, wir haben es im Vlog, nee, nicht im Vlog, im Podcast haben wir schon mal drüber gesprochen, was bei einer Werkstatt zählt. Guckt euch alles an, zieht euch rein, wie das hier aussieht. Ey, es ist so ein
crazy Chaos. Wir haben hier Balken ausgetauscht und alles nur, um eine Tür einzubauen. Also ich glaube, wir haben für diese Tür da vorne, haben wir, glaube ich, 6 Stunden gebraucht, einfach weil wir alles austauschen mussten. Ich zeige euch das mal einmal. Wir haben hier, weiß nicht, ob ihr das seht, diesen unteren Balken ausgetauscht, mussten dafür die anderen Balken abstützen, haben das jetzt mit Mahagoni 9 auf 12, glaube ich, unterstützt. Das ist echt heftig. Aber wir haben hier ein leichtes Feuchtigkeitsproblem vom Anbaudach. Mahagoni wird nicht wegrotten, niemals. Und das ist auch das, was ich immer wieder gesagt habe. Tropenholz an sich ist ein schwieriges Thema, genauso wie die Unordnung hier. Es tut mir echt mega leid, es ist mir super unangenehm. Aber es gibt Situationen, da macht Tropenholz einfach Sinn. Mahagoni ist so unfassbar resistent, was Feuchtigkeit und sowas angeht, Pilze. Selbst wenn es im Nachhinein nochmal da feucht werden sollte oder aktuell noch ist, das wird nicht wegrotten. Was ich euch aber auch zeigen wollte, auch das ist nämlich passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt. Nee, also meine Großeltern, also mein Opa ist schon vor 2 Jahren gestorben und meine Oma ist dieses Jahr gestorben. Ich weiß, ihr schreibt jetzt alle Glückwunsch. Nee, das nicht. Dass es euch leid tut, das ist auch ganz lieb, aber das ist völlig in Ordnung. Meine Oma wollte... Merkst du eigentlich, dass du mir hier komplett meine Erziehung kaputt machst? Ich habe gesagt, ihr hört gut. Naja, also was ich sagen wollte, ist, meine Oma wollte eh am liebsten bei meinem Opa sein. Insofern ist es eigentlich ganz gut, dass sie jetzt nur 2 Jahre sozusagen ohne ihn leben musste, denn die beiden waren tatsächlich 80 Jahre zusammen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Über den Zweiten Weltkrieg hinweg 80 Jahre. Das ist richtig krass. Aber ich habe deswegen die Chance gehabt, oder ich habe die Chance genutzt, noch Möbel von meinen Großeltern abzuholen. Die wären sonst auf dem Müll gelandet, weil keiner die haben wollte. Und das wird richtig, richtig nice. Ich freue mich total, dass ich diese Möbel später hier in meinem Büro nutzen kann. Einfach, weil das Möbel sind. Und ich glaube, wenn ihr die anguckt, seht ihr das vielleicht auch schon so ein bisschen, die mich total geprägt haben. Mir ist das jetzt beim Abholen erst aufgefallen, dass diese Möbel, die ich immer, immer, immer unterbewusst gesehen habe, meine gestalterische Identität eigentlich total geprägt haben. Und das finde ich voll schön. Da bin ich auch total dankbar für. Vor allem, dass ich das jetzt verstehe und selber erstmal sehe. Aber ich war so viel bei meinen Großeltern als Kind. Ich habe nicht da gelebt, aber die haben bei uns um die Ecke gewohnt. Und ich war so oft da. Ich habe da immer gespielt und es waren halt immer diese Möbel in der Nähe. Und es war einfach nur nice. Also zum Beispiel auch das Ding hier. Das ist so ein super geiler Buffetschrank mit Tamburtüren. Und hört mal, wie die laufen. Und das ist so nice. Der Schrank ist 100 pro 50 Jahre alt. 40, 50 Jahre. Und meine Großeltern waren so Leute, die haben nie was für die Möbel gemacht. Nie. Die haben die nur benutzt. Und das ist echt Qualität. So ein Schrank, der so alt ist, nie gepflegt wurde und die Tür läuft wie Butter. Also das ist echt richtig, richtig nice. Insofern freue ich mich sehr, wenn das Büro dann irgendwann mal fertig ist und diese Möbel da einen ehrenvollen Platz haben. Und jetzt nochmal, was ich eben gerade falsch gesagt habe. Ihr dürft natürlich sagen, dass euch das leid tut, dass meine Oma gestorben ist. Mir tut das auch leid, aber ich finde es auch irgendwie voll okay, weil sie war super alt und sie hat ein tolles Leben gehabt und es gehört sowieso irgendwie dazu. Ich weiß nicht, wie ihr zu dem Thema steht, aber irgendwann, voll das ernste Thema auf einmal, ups, aber irgendwann kommt das halt. Also das ist so die eine Sache im Leben, die wir nicht verhindern können, ist, dass das Leben irgendwann zu Ende ist. Insofern sollten wir das Beste draus machen. Apropos das Beste, wieder runter. So, wieder im Wohnzimmer. Also, das Beste ist, ich habe eine Idee. Und zwar habe ich ja vorhin schon gesagt, viele hatten so ein bisschen die Idee zu sagen auf dem Hauptkanal immer wieder, ey, ich glaube, ich kenne dich schon ganz gut oder ich kenne dich ganz gut. Und ich glaube, jein. Aber ich möchte euch gerne mehr von dem zeigen, was mich interessiert und was mich auch zu dem macht, der ich bin. Und das ist, das sage ich jetzt einmal ganz laut, etwas mehr als das, was in der Werkstatt passiert. Und deswegen gibt es ein Thema, also eigentlich 1 Million, aber das haben wir im Podcast ja, wie gesagt, auch schon angesprochen, was mich sehr interessiert. Und zwar würde ich sehr, sehr gerne ein Auto umbauen. Und zwar nicht umbauen, wie jetzt, sage ich mal, ein T4 ausbauen, weil ich bin ganz ehrlich, das passt zwar thematisch super und ein Auto auszubauen im Sinne von, ich baue da ein Bett rein und Co. ist, glaube ich, auch ganz geil, aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich fahre ganz gern Autos, die Spaß machen zu fahren. Also ein bisschen mehr PS, dass man mal auf der Autobahn so fahren kann, dass es Spaß macht. Deswegen bin ich auch eher so Typ Sportwagen und nicht so Typ T4. Außerdem hatten wir auch mal ein T4 und Hanna und ich waren schon 2-mal campen. Wir hassen es wie die Pest. Das war überhaupt nicht unseres. Und deswegen würde ich ganz gerne, wenn, ein Auto umbauen, was irgendwie eher sportlich ist.
Das ist für mich so ein bisschen eine Challenge. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber ich mache sehr viel mit Holz und ich möchte mich einfach auch in Bereiche vorwagen, von denen ich nichts verstehe. Und ich fahre sehr gerne Autos, ich bin schon sehr, sehr viele Autos gefahren, ich verstehe aber gar nichts davon. Und deswegen würde ich gerne mal wissen, was haltet ihr davon? Sollen wir einfach mal als Tischlermeister einen Sportwagen auftun? Und die Frage überhaupt, meint ihr, wir kriegen das hin? Also ich glaube ja und ich glaube auch, dass das eine ziemlich coole Idee ist. Jetzt ist es allerdings so, es ist gleich Zeit für Mittagessen und das bedeutet für mich erstmal noch ein paar Snacks. Denn Hanna ist irgendwie immer noch am Schneiden. Das gehört ja auch dazu. Ihr wisst es vielleicht, wir haben es schon oft gesagt. Ich bin meistens vor der Kamera. Hanna macht alles hinter der Kamera und schneidet alles auch. Und das auch noch. Auch auf diesem Kanal nochmal. Wir suchen einen Videografen, der auch schneiden kann. Meldet euch, wenn ihr Lust habt. Es ist der Großraum Hannover. Aber wie gesagt, da Hanna noch schneidet und es eigentlich Essenszeit ist, gehe ich jetzt mal die Koro-Bar plündern, die bei uns in der Küche ist. Dann muss ich den dritten Hund suchen. Mara ist nämlich irgendwie abhanden gekommen. Wahrscheinlich ist sie wieder im Garten. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder und denkt dran, lasst mich gerne wissen, was haltet ihr von ein paar privaten Einblicken und vor allen Dingen auch einem Projekt, das überhaupt nichts mit Holz zu tun hat. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.